Patrick Held hat das Wort. Meine lieben Freundinnen und Freunde, mein Name ist Patrick und ich will 2013 gemeinsam mit euch grüne Erfolgsgeschichte schreiben und Schwarz-Gelb und die Ära Merkel Geschichte machen. Als grüner Mensch habe ich dabei in Anbetracht des Klimawandels und der Schuldenkrise nicht allzu viel zu verlieren, aber durch wahren Wandel zur Nachhaltigkeit in der Politik alles zu gewinnen. Es geht dabei mir nicht um Luxus, es geht mir nicht um Bequemlichkeit, es geht schlicht und ergreifend um den Erhalt unserer Lebensgrundlage auf diesem Planeten. Und ich will gemeinsam mit euch dafür kämpfen, dass wir Nachhaltigkeit haben in der Wirtschaft, in der Umwelt und in der Finanzpolitik. Wir Grüne, damals bei der Atomenergie, wir haben immer gesagt, wir dürfen den zukünftigen Generationen nicht diesen Risikofaktor Atommüll auflagern, weil wir nicht wissen, wie sie damit vielleicht eines Tages umgehen können. Und meines Erachtens gilt das Gleiche für eben unsere Staatsschulden und unsere Klimaschulden. Und deshalb ganz gleich, ob ich MdB werde oder Spitzenkandidat, ich werde all meine Klimaschulden meines Lebens ausgleichen und zurückzahlen. Alles, was über den 2,5 Tonnen in meinem Leben war. Weil ich glaube, dass wir was gegen den Klimawandel tun müssen und dass wir ein Zeichen setzen müssen. Ich möchte gemeinsam mit euch die Banken regulieren. Ich möchte nicht, dass unsere Spareinlagen auf unseren Konten dazu verwendet werden, um auf Kriege zu spekulieren, gegen den Euro zu spekulieren oder eben damit auf Lebensmittel zu spekulieren. Ich möchte drittens gemeinsam mit euch dafür kämpfen, dass Europa wieder mehr wird als nur Geld, als nur Krise, sondern dass es eben dabei auch wieder darum geht, das Tempo so runterzufahren, dass es nicht den Märkten entspricht, sondern den Menschen in Europa. Denn nur wenn Europa so wächst und zusammenwächst, wie die Menschen es mittragen, wird die europäische Einigung langfristig gelingen. Und viertens möchte ich gemeinsam mit euch dafür kämpfen, dass wir mehr Transparenz bei den Produkten, die wir im Alltag kaufen und nachfragen, in puncto CO2-Bilanz bekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Nebel der Kausalität zwischen unseren alltäglichen Handlungen und den großen Governance-Problemen auf der Welt, wie Klimawandel, dass der verfliegt. Dass jeder sieht, wie er mit seinen täglichen Entscheidungen jeden Tag Teil der Lösung der großen Probleme werden kann. Ich stehe hier vorne, weil ich zutiefst an die Macht jedes einzelnen Individuums glaube. Und weil ich daran glaube, dass wir 2013 gemeinsam etwas bewegen können, dass wir 2013 zu einem grünen Jahr machen können. Und ich möchte dafür kämpfen, dass die CDU und CSU aus Bayern und aus dem Bund verschwindet. Hauen wir die Schwarzen weg. Dankeschön. Danke, Patrick. Jetzt hat das Wort Werner. Die Frage geht an Patrick Held, ist von Leonore Held. Weiß ich jetzt nicht, verwandt oder verschwägert aus Augsburg. Der Philosoph Wittgenstein hat gesagt, worüber man nicht sprechen kann, soll man schweigen. Was ist dein Tabuthema in der Politik? Sagst du jetzt, da schweige ich drüber? Boah. Also ich glaube, man sollte über all jene Dinge schweigen, wo man selbst manchmal in die Verlockung gerät, sich selbst wichtiger zu sehen als andere Menschen, wo man glaubt, dass das eigene Glück heute hier mehr wert ist als das Glück einer Person in einem Entwicklungsland oder das Glück eines Menschen in der Zukunft. Wir sind alle Menschen, die psychologisch dazu neigen, uns hier und heute als wichtig und als ja unglaublich notwendig zu erfassen. Und ich glaube, wir sollten manchmal mehr über uns selber schweigen und auf andere Leute zugehen und zuhören. Und genau das versuche ich auch, indem ich eben, wenn ich jetzt hier Stammtische besuche, den Leuten lieber zuhöre, als selber zu sprechen. Und das ist meine Antwort darauf. Dankeschön. Danke, Patrick. Die nächste Frage ist von... Das war so ernsthaft wie die Frage. So, Eva aus Berlin fragt, Patrick Held, warst du im Bund... auch für ein, was? Oder wärst du im Bund auch für eine schwarz-grüne Regierung bereit?
schwierig. Also für eine grün-schwarze wäre ich auf jeden Fall bereit. Für eine schwarz-grüne wahrscheinlich nicht, weil wir uns ja schon bereits festgelegt haben und die SPD auch. Das macht alles gar keinen Sinn. Nur ich muss immer dazu sagen, ich bin eigentlich kein großer Freund des Taktierens, weil das jetzt meine Philosophie ist, im Prinzip erstmal mit allen Menschen zu sprechen und dann zu schauen, wer die meisten grünen Werte mit uns gemeinsam umsetzt. Und jetzt würde ich mal so sagen, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir mit CDU und CSU die meisten grünen Werte gemeinsam umsetzen. In diesem Fall würde ich also sagen, ich bin gegen Schwarz-Grün, aber für Grün-Schwarz. Danke. So. Und meine Frage an euch ist, wir haben ja im nächsten Herbst Landtagswahl in Bayern und Bundestagswahl und es wird mehr oder weniger ein gemeinsamer Wahlkampf sein. Höchstwahrscheinlich werden 14 Tage dazwischen sein. Bayern höchstwahrscheinlich am 15. September, der Bundestag 2 Wochen später. Und wir brauchen euch natürlich auch als Wahlkämpfer in Bayern, wenn ihr Bundesspitzenkandidaten seid. Und die Frage ist, wie überzeugt ihr als grüne Spitzenkandidatin, grüner Spitzenkandidat, eine Versammlung von frustrierten CSUlern, dass sie diesmal grün wählen sollen? Jo mai. Ja, also ich muss sagen, dass ich die Hoffnung habe, dass die CDU-CSU-Wähler sozialer sind als ihre Partei und das, was sie machen. Was mir diese Hoffnung gibt, ist, dass ich ein relativ enges Verhältnis zu meinen Großeltern habe. Mein Großvater seit Jahrzehnten immer CDU gewählt hat und wenn ich mich dann immer abends mit ihm unterhalte über Sachen wie Ehegattensplitting oder gelebte Nachhaltigkeit, auch Schuldenabbau, dann ist er immer, vertritt er immer grüne Positionen. Dann habe ich gesagt, Opa, dann musst du auch mal die Grünen wählen. Ja? Und das würde ich den CSU-Leuten eben auch sagen, weil ich eben glaube, dass viele von denen erheblich sozialere Werte noch in sich tragen und nicht mitbekommen, dass ihre Partei die ganze Zeit das Falsche macht. Und das müsste man ihnen eben nahe bringen. Und die zweite Sache, für die ich einstehen würde, ist eben einfach vollen Einsatz zeigen. Weil ich merke ja, es gibt ja auch junge Leute, die CSU wählen, aber die sehen dann immer, wenn es jemanden gibt, der 24/7 nichts anderes macht, als sich für seine Ideale einzusetzen, das beeindruckt. Und wenn ich die Mittel dafür im nächsten Jahr habe, mache ich das ganze Jahr nichts anderes, als für grüne Werte zu kaufen. Und ich trage sie auch in jedes Scheunenzelt, wo lauter CSUler sich verstecken. Dankeschön. Claudia.